Servus zusammen, wir sind hier auf den internationalen Jagd- und Schützentagen auf Schloss Grünau beim Stand von MAK bzw. MAK und stellen euch den neuen MAK-Trigger DRS vor. Den gibt es jetzt ungefähr seit einem Vierteljahr auf dem Markt und das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich damit beschäftigen konnte. Ist ein Drop-In-Trigger aus dem Hause der MAK bzw. MAK und hat ein paar Sachen, die ich eine richtig geile Innovation finde. Aber das schauen wir uns gleich ein bisschen mit dem Teil an. Gehen wir rüber. Erstmal, der Abzug kommt hier in dieser schicken kleinen Box, das finde ich schon mal ziemlich cool. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig, weil wir würden wahrscheinlich da nicht zurücktun, aber es ist einfach eine schicke Verpackung, gefällt mir recht gut. Eine Sache, die ich schon mal sehr cool finde, der ist sehr, sehr benutzerfreundlich aufgebaut. MAK sagt zwar immer, der soll vom Büchsenmacher eingebaut werden, aber ich sag mal, der ist schon relativ einfach auch selbst einzubauen. Man hat hier einen Pin drin, der Pin wird später auch durch den Haltebolzen eben in der Waffe eben ersetzt. Den kann man hier einfach rausdrücken. Kann hier den Abzug rausnehmen, setzt den Abzug in die AR-15, AR-10 oder was auch immer ein und kann dann dieses Gehäuse oben drüber setzen und mit dem Stift hier verpinnen, ohne die Sicherung tauschen zu müssen. Wer schon mal die Sicherung bei einer AR-15 ausgebaut hat, ja, wenn man das ein paar Mal macht, ist es kein Problem, aber für den Endverbraucher, der das einmal macht, ist die Sicherung ausbauen immer ein bisschen, ich sag mal deutlich, erquicke. Ist einfach nicht so schön und einfach zu machen. Oft muss man dafür den Pistolengriff abnehmen, Federn rausbauen, dass man es kann. Der Abzug ist so gebaut worden, dass man eben hier das unter die Sicherung setzen kann, das Gehäuse drüber setzt und das Ganze schon einbaut. Das Ganze ist aber auch darüber hinaus sehr, sehr gut von der Einstellung her. Wir können eben hier nicht nur das Abzugsgewicht mit den beiden äußeren Schrauben, sondern auch den Druckpunkt und den Reset-Weg einstellen. Der Reset-Weg ist dabei. Also ich sag mal, das kann man nur noch als pervers bezeichnen. Wenn ich auslöse, hier wieder spanne, schaut auf meinen Finger, jetzt ist er wieder ausgelöst. Also wir haben hier wirklich einen unheimlich guten, crispen, engen Reset-Weg. Wir haben einen sehr, sehr schönen Auslösepunkt, wo man sagen muss, das ist schon, ich sag mal, mehr als pervers. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Punkt dazu, den ich richtig, richtig cool finde bei der Einstellung. Wir haben hier hinten eine kleine Madenschraube drin, wenn wir die eben hier rausdrehen. Haben wir dahinter einen Stift und eine Feder. Der Stift ist verschieden angefasst. Der hat auf der einen Seite eine Rundung, auf der anderen Seite eine Phase. Je nachdem, wie rum ich den einsetze, wird in der Anleitung sehr gut beschrieben, ändere ich das Verhalten des Abzuges zwischen dem Verhalten eines Single Stage, also Flintenabzugs, oder eines Two Stage Abzugs, also eines Match Abzugs. Also egal, was ich damit machen möchte, ob ich damit eher Präzision oder dynamisch schießen möchte, kann ich beides mit demselben Abzug hier gewährleisten. Und jetzt kommt der ganz große Punkt, der mir das Ganze noch mal interessanter gestaltet. MAK hat den Abzug mit verschiedenen Systemen getestet. Sie können sicher sagen, er funktioniert in der Tippmann, in der M4-22, also im 22er System von Tippmann. Er funktioniert in den Schmeißer 9mm, er funktioniert in Hera 9mm. In allen AR-15ern, mit denen sie getestet haben, in allen AR-10ern, mit denen sie getestet haben, in der MA223 von Heckler & Koch, in der MA308 von der Heckler & Koch und bei Henel CR223 und CR308 gibt es eine Einschränkung. Man muss entweder hinten diesen kleinen Stollen etwas nachfeilen, damit er mit der Originalsicherung funktioniert, oder man tauscht bei der Henel eben die Sicherung mit aus, also baut eine normale AR-15-Sicherung ein. Also sprich, dieser Abzug passt nahezu in allen AR-15-artigen Gewehren, die auf dem deutschen Markt verfügbar sind, ist preislich im, ich sag mal, mittleren Segment mit unter 300 Euro, ist super einstellbar, hat einen super geilen Reset-Weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, unter den Drop-In-Anzügen ist es für mich momentan einer der attraktivsten auf dem Markt. Kurze Frage? Den gab es mit gebogenen und geraden. Ja. Den Abzug gibt es wahlweise mit gebogenen und geraden Abzug, wird hier in Unterfranken gefertigt. Und was ich halt auch ebenfalls sehr, sehr interessant finde, der Hersteller gibt hier 30 Jahre Garantie drauf. Sollte es mal der Fall sein, dass ein Hersteller seine Toleranzen von seiner AR-15 oder AR-9 oder was auch immer ändert und der Abzug würde nicht mehr passen, ja, einfach kurze E-Mail an MAK schreiben. Die kümmern sich darum, dass man dann den Abzug wieder passend in seine AR reinkriegt. Insgesamt, wie gesagt, einer der interessantesten Abzüge, die ich bis jetzt in der Hand hatte. Wenn man ein Upgrade zu seiner AR-artigen Waffe sucht, ist es eine sehr, sehr gute Wahl. Also ich kann echt an dem ganzen System nichts Negatives finden. Das machen wir auf. So. So. So.
da. Perfekt, funktioniert noch. Legen wir drauf den Schleiß. Perfekt, perfekt, perfekt. Poliert nur. Poliert, ja. Perfekt. Also gibt es kein Problem. Das, was ihr hier auch am Stand von Mack. Wie gesagt, wenn ihr an den Abzügen Interesse habt, die könnt ihr bei uns im Shop beziehen. Ist ein super geiles Produkt, ist schnell verfügbar. Und ja, schauen wir uns ein bisschen weiter auf der Messe um. Bis dann.